Die Hollywood News im Gala-Ticker, verrät Victoria Beckham mit diesem Dokument eine Spice Girls Reunion im Juni? ++ Halle Berry soll sich bald verloben. ++ Kirsten Dunst spricht über ihre Hochzeitspläne. Hollywood News 2022 im Gala-Ticker, 25. Februar 2022. Neue Dokumente sorgen für Spekulationen, verrät Victoria Beckham durch ihre Unterschrift eine Spice Girls Reunion? Seit einigen Tagen vermuten britische Medien, dass die Spice Girls eine spektakuläre Wiedervereinigung feiern werden. Angeblich sollen die Geschäftsführer der BBC die Girl Group für das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth (95) angefragt haben. Bisher waren dies allerdings nur Gerüchte. Nun sorgt ein neues Dokument für ein erstes handfestes Indiz. Victoria Beckham, 47, soll Unterlagen eingereicht haben, die sie für mindestens ein weiteres Jahr als Direktorin der Spice Girls Ltd. festlegen. Wenn sie die Band verlassen wollen würde und keine Lust hätte, noch einmal aufzutreten, dann hätte sie letzte Woche als Direktorin gekündigt, erklärt ein Insider gegenüber The Sun. Die Unterschrift würde beweisen, dass Victoria weiterhin als aktives Mitglied der Band angesehen werden will und Auftritte im Rahmen des Möglichen sind. Melanie Hiesholm, 48, äußerte sich bereits zu den Gerüchten. Wir haben es noch nicht besprochen, so die Simple-Reaktion. Eine Absage klingt anders. Laut Mel C. sei es Gary Halliwell, 49, die diese Entscheidung treffen würde. Tritt Halle Berry bald zum vierten Mal vor den Altar? 2020 haben Halle Berry, 55, und Van Hund, 51, ihre Liebe offiziell gemacht. Seitdem schwebt das Paar auf Wolke 7, und soll sogar bereit sein, den nächsten Schritt in seiner Beziehung zu wagen. Ich habe gehört, dass eine Verlobung unmittelbar bevorsteht, verrät ein Insider gegenüber dem US-Magazin Closer. Van hat einen Ring gekauft und plant jeden Tag, um Halles Hand anzuhalten. Auch eine zweite anonyme Quelle bestätigt das angebliche Vorhaben des Sängers. Ich weiß, dass Halle der Ehe schon einmal abgeschworen hat, aber Van hat sie wieder an die Liebe glauben lassen und sie hat eine Kehrtwende gemacht. Weiter heißt es: Es ist nicht die Frage,